Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Kein Problem. Immer wieder gerne. Achso, ich wollte noch ein Medikit nehmen. So. Nicht nur eins herstellen, sondern auch eins nehmen, weil wir ja ein wenig. Hallo? Oh, hier ist ein Spind. Gehe ich jetzt in den Spind? Ich gucke mal eben, was wir noch herstellen können. Wir können noch ein Medikit herstellen, das ist supi. Medikit nehmen wir doch mal. So, was können wir noch herstellen? Geräuschmacher haben wir voll. Eine Rauchgranate können wir noch mal herstellen. Wie lange ich gestern... Hi Vladiboss, grüß dich erstmal. Wie lange ich gestern gestreamt habe, bis 1:30 ging gestern der Stream. Ja, also gestern mal Überlänge. Gestern mal länger wie sonst, weil sonst geht es ja immer so meistens bis 12 Uhr. Die Let's Play Live Show. Und heute Sonderstream Sonntag. 1 zu 20? Wie 1 zu 20? Ja, habe ich bemerkt, Hell Angel. So. Gehe ich durch den Schacht oder gehe ich... Alter, das ist... Oh, diese Grafik. Ich habe schon wieder so eine Latte. Oh, speichern. Sehr schön. Ich werde mal alles einsammeln und dann speichern anschließend. Also hier liegt sonst nichts mehr, ne? Nein. Okay. Ja, 1.20 Uhr, genau. 1.20 Uhr, 1.30 Uhr, irgendwie sowas. Da hat mich das Alien ja... Das Alien ist ja verbuggt gewesen zu dem Zeitpunkt. Das hatte ja einen kleinen Bug. Das blieb ja einfach vor dem Spind stehen, wo ich mich drin versteckt hatte. Und dann ging es dort nicht weiter. So, Terminal zugreifen. Sie warst du, Link, wieder. So, kann sich jemand von Cygen Systems Synetics meinen Androiden ansehen? Ich komme gerade von einer 24-Stunden-Schicht mit Traumpatienten und ich bin nur der Zahnarzt. Okay. Waits will alle Patienten aus den Krankenstationen schaffen und mir erzählt keiner was. Mir erzählt keiner, was los ist, denke ich mal. Wenn ich schon diese Schichten schieben soll, brauche ich ein bisschen Hilfe. Wir haben einen ausreichend programmierten Androiden hier, aber weil das gleiche Modell am anderen Ende der Station Ärger gemacht hat, sammelt der hier nur unnötig Staub. Was zum Teufel ist hier los? Schickt sofort jemanden her, ehe ich eine offizielle Beschwerde einlege. Fernandes. So, da ist nichts, da ist nichts, da ist auch nichts. Hab gestern geguckt, aber war so müde. Bin vor der PlayStation 4 eingepennt. Alles gut, alles richtig gemacht. Ich habe mir auch die Folge von gestern... Die ging fast 5 Stunden, habe ich mir runtergeladen auf Twitch. Wird wahrscheinlich in der Weihnachtsfolge auf YouTube landen. Als Highlight. Oh mein Gott. Ich frage mich... Achso, den Typen haben wir ja auch erledigt, ne? Stimmt ja. So. Boah, ist das... Was, was, was? Okay. Boah, ist das geil mit diesem dynamischen Licht. Total cool gemacht. Okay. Was haben wir da? Da haben wir Computer. Da haben wir noch Schrott. Rezeption. Da gehen wir gleich mal hin. Aber ich möchte doch mich gerne mal weiter umsehen. Vielleicht kommen wir ja hier durch den Schacht irgendwo anders hin. Na, immer ausprobieren. Probieren geht über studieren. Okay, das ist der Schacht, alles klar. Das wäre natürlich sehr geil gewesen, wenn die uns nicht gesehen haben, dann könnte man die hier überraschen. Dafür war das. Okay, dann gehen wir mal in die Rezeption. Und schauen mal, was uns da erwartet. Hallo? Ich möchte mich gerne anmelden. Wo ist der Zahnarzt? Wo ist Dr. Chivago? Ich habe einen Termin bei Dr. Chivago. Unser lieber Dr. Chivago von Outlast. Da liegen Zigaretten. Nee, ach, Buntstifte liegen da. Was steht da drauf? Vehicle of Yesterday. Yesterday wahrscheinlich. Und da ist wieder Dirt. Die Zeitschrift Dirt. Das ist bestimmt ein Pornoheft. Hundertprozentig. Naja. Dirt.
Bestellen Sie jetzt Dirt im Monatsabo für nur 20,99 Euro. Sixen, da sind Komponenten drin. Was haben wir hier in der Schublade? Hallo? 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 So, okay. Können wir wieder was bauen? EMP-Mine nicht. Molotow-Cocktail nicht. Elektroschock haben wir ein wieder. Super, wunderbar. Da haben wir... Da brauchen wir Energie für. So, was haben wir denn hier? You always know a working Joe. You always know a working Joe. Auch ein toller Spruch. Gefällt mir gut. So. Ein Vorposten des Fortschritts. Die Trophäe habe ich gerade bekommen. Die Taschenlampe ist im Dunkeln nützlich. Macht jedoch auch Feinde auf sie aufmerksam. Nutzen Sie sie mit Bedacht. Naja. Ja, mein Gott, 6:30 haben wir schon mittlerweile. 2 Stunden 30 Minuten gleich gestreamt. Wahnsinn. Und ihr seid fleißig dabei. Ich freue mich natürlich über jeden einzelnen von euch, dass ihr alle da seid. Ich glaube, das sind Szenen aus dem Film. Kann das sein? Kann das sein, dass das aus dem Film Szenen sind? Von der Raumstation von früher? Ich weiß es gar nicht. Ich bin auch ein großer Alien-Fan, muss ich dazu sagen. Ich gucke die Filme sehr, sehr gerne auch mal wieder, wenn sie im Fernsehen laufen. Im Übrigen, morgen kommt übrigens die Alien-Reihe auf Kabel 1. Mit morgen kommt der erste Teil übrigens auf Kabel 1. Also falls jemand Alien noch nicht gesehen hat, kommt morgen Teil 1 auf... Teil 1 von Alien auf Kabel 1. Und warum ist hier gerade so eine schöne, coole Musik? Kann ich irgendwo speichern? Nö. Tomorrow, no. Together, future. Okay. So, was haben wir hier? Gucken wir mal. Turtle Beach PX22 habe ich Headset. Gerät unzureichend. Hebel benutzen. Das dauert ganz schön. Teil 1 von Alien 1 auf Kabel 1 um 1. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Jetzt weiß ich, wo wir wieder sind. Da kann ich mich dran erinnern, dass wir gestern hier gewesen sind. Hier sind nämlich gestern die Jalousien runtergefahren. Das sieht so toll aus. Oh mein Gott, Entschuldigung, dass ich es immer wieder sage. So, Sicherheitsgenerator benutzen. So, wo haben wir es denn da? Wir brauchen ihn hier. Ihn und ihn hier. Sehr schön. Nichts zu danken, Dobermann. So. Ja, wir sind wieder an der Station angelangt. Ach ja, wir müssen ja die Medikamente zu denen bringen. Stimmt ja. Das ist ja unsere Aufgabe. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu unseren Kollegen. Kommen wir denn jetzt hier durch einige Türen durch, die wir vorher nicht öffnen konnten? Ich schau mal eben. Hier ist noch eine Kiste. Taschenlampenbatterien haben wir auch schon voll. Was ist hier? Ah, wir brauchen immer noch den Plasmaschneider. Den finden wir auch noch. Seht ihr, den haben wir auch noch nicht gefunden. Da sind noch so viele Sachen, die wir noch brauchen. Werde es mir auch gönnen. Ja, das ist verdammt cool. Wie gesagt, das ist jetzt USB angeschlossen. Man kann es auch am Controller anschließen, geht auch. So. Sie hatten klare Anweisungen, nicht auf der Station zu landen. Schauen wir mal, ob es ruckelt. Bereits, wir haben Ihre Nachricht nicht erhalten. Wir dachten, Sie würden... Weisen Sie sich aus. Ripley, oh. Von der Torrance. Ruhig, Ricardo. Okay, die Zwischensequenzen ruckeln immer noch. Wo sind die Sicherheitskräfte? Auch mit Patch 1. Direkt vor Ihnen. Ich habe das nicht gesehen. Was ist es? Keine Ahnung. Marlow hat es ihr angeschleppt. Der Captain der Anne Sidora. Das Schiff, das den Flugschreiber gefunden hat.
Gibt es irgendwo auf dieser Station noch einen sicheren Ort? Diese Kreatur läuft frei rum und die Seeksen-Syntheten sind nicht gerade freundlich. Verfluchte Androiden. Ripley, Taylor braucht Hilfe. Krankenstation geht nicht. Da können wir nicht hin. Wir haben eine einfache Lebenserhaltungseinheit im Büro. Wir sollten uns beeilen. Okay. Wir brauchen den Transit zum Hauptquartier, aber der liegt lahm. Transitkontrolle ist oben. Samuels hat gesagt, Sie seien Ingenieur. Machen Sie sich mal nützlich. Nachdem Sie schon die Falle vermasselt haben. Ja, genau. Darüber sprechen wir später, Waits. Kümmern Sie sich um die, während ich weg bin. Verstanden? Ricardo, halten Sie die Funkverbindung, damit wir in Kontakt bleiben können. Haben die auf jeden Fall sehr schön gemacht, das stimmt. Ob ich das Alien schon oft gesehen habe? Ja, jetzt habe ich das schon sehr, sehr oft gesehen. Speichern könnte ich mal. Das wäre mal super, wenn ich jetzt hier mal irgendwie einen Speicherpunkt hätte. Ich glaube hier. Ja, sehr schön. Wunderbar. Ich sehe es. Das Telefon. Das Telefon zum Speichern. So, und ich habe auch noch keine Karte benutzt. Wohlgemerkt, ja. Ja. Bitte nichts verraten, was im Spiel alles noch so kommt, ja? Bitte, also ich möchte da mich überraschen lassen. Bitte nicht spoilern. Ich muss da lang, ich weiß, ich werde aber... Keep out, okay. Ich werde aber nirgendwo anders hinlaufen, denn wir müssen doch da lang. Ich dachte, da wäre noch eine andere Tür, die wir übersehen haben. Oh, nee. Oh. Mann, ist das cool gemacht. Und ich fühle mich gerade so ein wenig alleine. Hallo? Hallo? Oh, ein rotes X. Das vermag nichts Gutes. Spoiler, wenn das Spiel Ende ist, ist Ende. Oder ist das Ende? Ist das Ende der Welt dann? Nein. Auf dem Fahrstuhl warten ist nicht gut. Bin ich ehrlich. Düpp. Ich glaube, wir fahren nach oben, ne, oder? Was? 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 Reaktivieren Sie den Transit am Hauptschaltpult. Was sind das? Oh, Blendgranate V2. Wow, was ist das denn? Wow, ist das cool. Ich will gar nicht aufhören zu spielen. Hallo? Ich glaube, wir haben da drüben Gesellschaft. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich will es nicht wissen. Okay, Lötlampe benötigt. Ach du Scheiße. Was wir noch alles kriegen werden. Hier liegt was auf dem Tisch. Schrott haben wir genug. Da haben wir wieder Spinde zum Verstecken. Mein Gott, Wahnsinn. Ich werde mich trotzdem erstmal ein wenig umsehen. Bevor ich da irgendwas aktiviere. Sieht ein bisschen aus wie bei Raumschiff Enterprise. Star Trek. Hier liegt auch was. Ausweiskarte. Wunderbar. Okay. Dann aktivieren wir das Ganze mal. Oh oh. Jemand hat alles ausgeschaltet. Und jetzt? Da ist jemand. Ich weiß, dass hier jemand drin ist. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Psst. Psst. Sind das zwei oder ist das einer? Reg dich ab, du Drecksandroid! Ach, da ist ein Android drin. Ach so. Du schaffst das. Was zum.
Nichts. Ganz ruhig. Ich drehe hier schon durch. Wo ist der Typ hin? Ich sehe ihn nicht. Kann nicht glauben, dass die Arsche mich rausgeschmissen hat. Ach, da. Fuck. Fuck, 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 fuck. Das wurde ziemlich schnell zum Albtraum hier. Ich möchte doch gerne einen auf die Rübe hauen, den Typen. Von hinten am besten. Auf dem Schrotthaufen kann man wirklich keinem trauen. So. Wunderbar. Da haben wir wenigstens schon mal den Stress. Einen Hebel haben wir betätigt. Wir müssen wahrscheinlich noch zwei weitere betätigen. So, was haben wir hier? Hier ist grün. Was? 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 Oh, nee. Oh, nein. 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 Den habe ich gar nicht. Nein. Fuck. Habe ich... Du wirst gar nichts, wirst du informieren. Ein Scheiß wirst du informieren. Ein Scheiß. Geh doch sterben. Geh doch sterben. Geh sterben. Alter, geh doch sterben. Warum geht er nicht sterben? Ey, ich hab doch Elektroschocker ausgewählt. Warum geht er denn nicht sterben? Wow. Aua. Oh. Warum geht der denn nicht sterben? Wieso? Ey, wieso funktioniert denn das nicht? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch. Wie sie hinmacht. Toll. Super. Mann, das gibt's doch nicht. Ja, hallo, ich will laden. Warum funktioniert denn der Elektroschocker nicht? Ich verstehe das nicht. So, wo sind wir denn jetzt? Achso, wir haben hier gespeichert, ne? Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder mit dem Fahrstuhl fahren. Toll. Super. Hm. Naja. Androiden sind zäher als Menschen, ja, das stimmt allerdings. Und eine EMP-Granate haben wir auch nicht, ne? Tipp. EMP-Mine, ne? Aber wir haben doch einen Elektroschocker, warum funktioniert der denn nicht? Ich verstehe das nicht. Hm. Nee, das funktionierte vorhin ja auch bei dem Androiden. Also vorhin ging's eigentlich. Also aufladen muss man den nicht. Genau, da hat Söckchen definitiv schon mal seinen Willen bekommen. So. Wir wissen also, was wir tun müssen. Ja. Ausgeschaltet. Hallo? Ich weiß, dass hier jemand drin ist. So. Mein deutscher Freund. Ja, hi, ich grüße dich. Oh, Landes, willkommen zur Let's Play Live Show. Alien eine gute KI? Ja, viele beschweren sich über die KI. Hey.
Da hat quasi der Android für uns die Arbeit erledigt. Wo ist der hin? Da hinten läuft er, ne? Wow, wow, Alter, geh weg! Geh weg, geh weg! Elektroschocker, so, jetzt komm her. Jetzt. Warum geht das denn nicht? Ich verstehe das nicht! Warum funktioniert das denn nicht? Mann! Denn nicht mit dem scheiß Elektroschocker! Ich könnte kotzen! Alter, geh weg! Du stinkst! Komm, renn, 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 renn! Oh, fuck, fuck, fuck. Ich werde mal so einen Molotow ausprobieren. What the fuck? What the... Oh, wow, 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 wow! Wow, wow, fuck, 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 fuck. Aua. Fuck, 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 fuck. Komm, 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 komm. Kehren Sie zur Transitstation zurück, okay? Ich glaub, wir lassen das einfach mal so, wie es ist. Der brennt immer noch. Das ist so cool gemacht. Der brennt immer noch, der Android. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir gehen einfach mal direkt wieder zurück. Nein, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Nein! Ah! Fuck! Fuck, fuck. Ah, jetzt hier zurück, okay? Uah! 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 Hallo, hallo, ja, ist doch gut. Uah! Fuck! Geh doch sterben, du scheiß Android-Wichser! Lass mich, mal lass mich durch! Fuck, wo müssen wir denn hin? Oder müssen wir das Terminal nochmal benutzen? Nee, oder? Nee. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich partout hab keinen blassen Schimmer. Kommen wir jetzt hier vielleicht durch? Nee, ne? Nee. Uah. Rennen hat Unfälle zur Folge. Ach, Mann, nein! 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 Mann, ey! Fuck! Mann! Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder alles von vorne. Also öffnet der eine, das eine Schaltpult öffnet definitiv den Zugang zum Androiden. Zeitschriften bewerten das Spiel so schlecht. Ja, viele bewerten das Spiel so schlecht. Ich finde es total geil gemacht. Also Hut ab. Sega hat da echt ein schickes Ding hingelegt, muss ich echt mal sagen. Mann, ist ärgerlich. So, Fahrstuhl rufen. Ich versuche nochmal zu schleichen. Ja, warum kann ich denn auch nichts herstellen? Ach, jetzt okay, Molotow. Aber da steht doch Elektroschocker ein. Wieso? EMP-Mine können wir nicht benutzen. Können wir aber schon mal vorbauen. So. Ich verstehe nicht, dass wir den Fahrstuhl dann auch nicht benutzen können, wenn wir es gemacht haben. Ja, finde ich sowieso. Also ich höre sowieso nicht auf Spieletests oder so. Ich mache mir selbst immer ein Bild. Zum Beispiel gehe ich da im Stream mal ganz kurz reingucken oder so. Wenn mich das Spiel interessiert, dann gehe ich natürlich raus und guck's mir nicht an, spiel's dann selber. Aber, die bewerten das sowieso immer schlechter. Na. So.
Wir wissen, das Pult da hinten aktiviert dann den Androiden. Da müssen wir gleich den Schalter betätigen. Aber wieso funktioniert denn dieser scheiß Fahrstuhl dann gleich nicht? Jemand hat alles ausgeschaltet. Oh, ich weiß, dass hier jemand drin ist. Weil in den Androidenraum ist ja eh nichts. Da geht nur die Tür offen, wenn wir ihn... Wenn wir das Pult nochmal in der Mitte nochmal aktiviert haben. Wir müssen ja den Androiden rausholen. Ist ja... Ne? Nein, was haben Sie getan? Wo ist der Typ? Oh mein Gott. Nee, ich hab noch keinen Hammer. Wo ist der? Scheiße, wo ist der? Fuck, 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 fuck. Aber ich muss in der Mitte das Pult aktivieren. Oh nein, nein. Ich hab keine EMP-Granate und Elektroschock habe ich auch leider nicht mehr. Sag mal, Androiden, Schlafmodus an. Schlafmodus aktiviert! Wo ist der? Ich werde das Pult einfach mal bedienen. Uah, da steht der. Alter, den habe ich ja gar nicht gesehen. Komm, mach fertig. Wieso kann ich den scheiß Fahrstuhl nicht benutzen? Wieso ist der kaputt auf einmal? Das gibt's doch nicht. Nee, das geht leider nicht. Also ich glaube nicht, dass es funktioniert. Okay, er geht da lang. Dann können wir jetzt einmal hier rumhuschen. Ganz schnell. Dieses Gefühl, einen hinter eins haben, das ist so eklig. Das war damals bei Outlast auch schon so. So, jetzt können wir hier in Ruhe mal durchgucken. Vielleicht müssen wir auch an dieses Pult da dran. Ich weiß es ja nicht. Das aktiviert ja auch manchmal einiges. Na? Gehen wir mal ganz schnell hier dran. Und hoffen mal nicht, dass der jetzt von hinten irgendwie ankommt. So, ich werde jetzt auch hier nicht großartig durchlesen, sondern freigeben. Audiozuber ist nichts. Okay, da war nichts drin. Was haben wir hier? Hier können wir speichern. Geil. Speichern. Haha, ich speichere. So, Lötlampe? Wo war die Lötlampe? Wo? Ich hab doch gerade die Lötlampe gesehen. Oh, geil!